Hallo zusammen, Matthias hier von Fotografieren lernen. Heute habe ich ein Special-Video für euch. Es geht heute komplett um Drohnen, um das Rechtliche, wann und wo darf man fliegen. Und weil ich mich selber da nicht 100% auskenne, habe ich mir einen Julian von meinem Drohnenpartner-Team reingeholt. Und der wird euch heute mal erklären, worauf man hier achten muss, was man alles braucht, um wirklich eine Drohne fliegen zu können, abgesehen natürlich von der Drohne selber. Bevor wir mit dem Video jetzt loslegen, möchte ich noch ein paar Worte zu dem Thema sagen, denn wir haben das Video auf kommerzielle Drohnenpiloten ausgelegt. Klar ist es auch sinnvoll im Endeffekt, weil hier wirklich die meisten Vorschriften sind. Private Leute und kleinere Drohnen haben es hier ein bisschen einfacher. Diese ganze Sache detailliert dargestellt habe ich mal in einem Blogbeitrag, das heißt in dem Text eigentlich unter diesem Video, beziehungsweise einfach mal hier auf diesen Link gehen, dann findet ihr alle Informationen, die ihr eigentlich braucht, um wirklich sagen zu können, ah, das ist für Private, das ist für kleine Drohnen, für große Drohnen, hier gibt es so viele Unterschiede, deswegen habe ich euch das alles mal aufgelistet. Also einen großen Unterschied, ob ihr das privat oder kommerziell betreibt. Die Frage ist jetzt, ab wann sind wir schon kommerziell? Hier reicht es aus, wenn ihr das Videomaterial in einem YouTube-Video verwendet, vor dem Werbung geschalten wird, also das monetarisierte YouTube-Video. In dem Moment kann euch schon hier eine gewerbliche Nutzung nachgesagt werden, deswegen hier aufpassen. In dem Moment, wo ihr in irgendeiner Art und Weise mit dem Videomaterial oder dem Bildmaterial Geld verdienen könntet, fallt ihr theoretisch schon unter das Kommerzielle. Das solltet ihr bedenken. Schaut euch das Video in Ruhe an und geht mal auf den Link, den ich hier unten drunter einblende. Hier ist nochmal alles detailliert beschrieben und da findet ihr auch nochmal das Video. Aber jetzt geht's erst einmal los und ich übergebe das Wort direkt an den Julian. Hallo Leute, mein Name ist Julian. Ich bin Geschäftsführer von der Firma Ingidro Luftaufnahmen. Wie ihr gerade mitbekommen habt, hat mich der Matthias gerade eingeladen für sein neues Projekt Drohnenflüge. Was ist da zu beachten? Wo darf man fliegen? Wann darf man fliegen? Das Ganze beginnt eigentlich damit, wenn ihr euch eine Drohne kauft, dürft ihr natürlich nicht sofort starten. Das hat den Hintergrund, dass man zwei wichtige Aspekte betrachten muss. Zum einen wäre das das Thema Haftpflichtversicherung. Jeder von uns hat zwar eine, aber die beschränkt sich nur auf die privaten Angelegenheiten, nicht was sich auf Drohnenflüge bezieht. Da braucht ihr eine spezielle und die wird ebenfalls nochmal gespalten auf private Drohnenflüge und gewerbliche Drohnenflüge, weil die Versicherungen sich eben gerne absichern möchten. Was macht ihr damit? Wie hoch ist die Gefahr, dass was passieren könnte? Oder wie hoch sollte die Deckungssumme sein? Weil mittlerweile hat sich ja auch die Gesetzeslage geändert, dass man bei den Versicherungen eben einen Führerschein nachweisen muss mit der Drohne. Das wird zwar jetzt erst ab Oktober in Kraft treten, aber man sollte das lieber schon mal im Vorfeld machen, weil einige Versicherungen das im Vorfeld haben wollen. Die Alteinsässigen bei der Versicherung brauchen das noch nicht, die brauchen das dann halt erst ab Oktober. Aber für die Neuen, die jetzt vorhaben, sich eine Drohne zuzulegen, wäre es ratsam, ihr macht das schon von vornherein, dann habt ihr auch weniger Probleme. Zum Thema Drohnenführerschein, den könnt ihr bei einem Verband namens Copterverband absolvieren. Das ist eigentlich so ziemlich der bekannteste und kostengünstigste Verband und bekannteste in Deutschland. Er wird überall anerkannt, in jedem Bundesland bundesweit. Und er geht ab 300 Euro los, ist allerdings auch abhängig von der Teilnehmerzahl, die diesen Kurs mit euch zusammen absolvieren möchten. Und zum Thema Copterverband könnt ihr unten im Video nochmal einen Link dazu sehen, von der Webseite, von dem Verband selber, um euch nochmal zu informieren, wer ist dieser Verband, was macht dieser Verband. Ihr könnt euch auch jederzeit an diesen Verband wenden, wegen Rechtssachen und Angelegenheiten, um was ihr alles beachten müsstet, was den Führerschein betrifft. Zum Thema Führerschein sollte ich vielleicht noch eine Sache ergänzen. Es sollte auf jeden Fall ernst genommen werden, das Thema, weil ich bin der Meinung, es ist einfach so, wenn du als Person den Führerschein nicht hast und fliegst mit der Drohne und es passiert einfach irgendwas, dann fällt das jetzt nicht nur auf dich als Person zurück oder auf dein Unternehmen, sondern auf alle anderen, die ebenfalls eine Drohne haben. Und das ist halt
das Ungünstige einfach an der Sache. Alle anderen werden mit da reingezogen, obwohl eigentlich kein anderer was dafür kann. Deswegen Appell an die Leute, wenn ihr eine Drohne habt, dann macht doch einfach den Führerschein, macht's wie allen anderen und besorgt euch einfach eine Genehmigung. Dann haben wir alle einfach mehr Spaß an der Sache. Nun zum zweiten Aspekt, das Thema Genehmigung. Das Thema Genehmigung wird eben in zwei Teile gespalten, sage ich jetzt mal. Zum einen die Außerortsflüge und zum anderen die Innerortsflüge. Die Genehmigung selbst kriegt man eben beim Regierungspräsidium in Land Baden-Württemberg. Wenn man von hier kommt, ist das in Stuttgart. Da fragt man natürlich an, dass man gern zum Beispiel die Außerortsgenehmigung haben möchte. Die wird als allgemein Aufstiegserlaubnis bezeichnet. Man bezahlt dann eben für einen gewissen Zeitraum ein gewisses Entgelt, dass man dann eben immer außerorts die Flüge tätigen darf. Man sollte aber immer einen Punkt beachten, und zwar, es dürfen keine Hubschrauberlandeplätze bzw. Flugplätze oder Flughäfen natürlich nicht in der Nähe sein, innerhalb von einem Radius von 1,5 Kilometer. Bei den Innerortsflügen ist das wieder eine andere Sache. Da muss man sich noch zusätzlich mit der jeweiligen Stadt oder Gemeinde auseinandersetzen, weil die das eben noch mal zusätzlich genehmigen müssen. Da reicht das nicht, dass man sagt, gut, ich habe jetzt das vom Land Baden-Württemberg, die Zusage, aber für die Stadt Heidelberg, Mannheim, die möchten eben zusätzlich informiert werden und sprechen eben ihr okay aus oder dann halt eben leider nicht. Kommt auch ab und zu vor. Manche verlangen natürlich dann auch eben den Nachweis, dass man einen Führerschein hat beziehungsweise eben auch eine gültige Versicherung. Zum Thema Flughäfen sollte vielleicht noch eine Sache erwähnt werden, und zwar die ganzen Apps, die wir benutzen für Steuern unserer Drohnen, sind mittlerweile so weit, dass man sich darauf verlässt. Also sprich, sie zeigt einem eben schon an, wenn man sich in einer Flugverbotszone befindet. Die wird ebenfalls gespalten von Zone A bis D. In dem Fall wäre halt D jetzt, ich sag jetzt mal einfach ein kleiner Flugplatz, Segelflieger, während A eben ein Großflughafen wäre, wie zum Beispiel Frankfurt, wo ein absolutes No-Go ist und wo die Drohne auch technisch nicht starten wird, weil das softwarebedingt einfach verhindert. Es wird einfach nicht zum Start kommen. Während man bei B bis D noch eine Sondergenehmigung nachreichen könnte, um zu fliegen. Und bei D, wie schon erwähnt, wäre es ein kleiner Flugplatz. Da müsste man eben auch unter Beobachtung fliegen, wie man es sonst auch tut. Nur da eben mit großer Vorsicht, weil eben ein Segelflieger nicht direkt als Flugobjekt anerkannt wird. Eher die motorisierten. Zum Thema Genehmigung sollte man vielleicht noch weiter ausschmücken, dass das, was jetzt hier in Baden-Württemberg ist, die Gesetzeslage nicht bundesweit gilt. Also sprich, wenn ihr eine Außerortsgenehmigung habt für Baden-Württemberg, heißt das nicht, dass ihr damit jetzt in die nach Rheinland-Pfalz könnt bzw. nach Hessen. Die wird da nicht anerkannt. Ihr müsstet dann separat einmal in Landau bzw. in Kassel oder Darmstadt den jeweiligen Landeshauptstädten anfragen, wie das da gehandhabt wird. In der Pfalz könnte ich zum Beispiel nur jetzt sagen, dass in der Pfalz das etwas kostenintensiver eben ausgeschmückt wird, weil eben man für jeden Akt, den man da durchführt, intern von den ganzen Behörden, das eben kostenpflichtig wird für denjenigen, der die Genehmigung eben beantragt. Was Hessen betrifft, da ist das ähnlich gehalten wie bei uns in Baden-Württemberg. Da geht man eben zum Regierungspräsidium, fragt natürlich an, und bekommt dann eben eine Zusage oder eine Absage und bezahlt dann eben für den jeweiligen Zeitraum beziehungsweise für den jeweiligen Aufstiegsort sein Entgelt, und damit hat sich das Ganze schon erledigt. Was aber nicht vergessen werden darf, auch wenn man die Genehmigung hat, gerade bei Innerortsflüge muss man immer die Polizei informieren beziehungsweise das Ordnungsamt, dass man vor Ort ist. Man muss sich jetzt nicht abmelden, aber es wäre empfehlenswert, weil es ja sein könnte, dass plötzlich dann doch jemand noch kommt, der einfach fliegt, und dann fällt das doch auf einen zurück, weil sie sich erinnern, ah, da hat sich einer angemeldet. Sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ein letzter Grund wäre immer noch, ihr müsstet, wenn ihr eure Drohne habt, müsst ihr den Punkt beachten, dass ihr eure Drohne mit einem Kennzeichen verseht, das auch nicht brennen darf. Das kriegt ihr ebenfalls auch bei diesem Kopterverband auch schon
für eure Drohne selbst zugeschnitten. Da müsst ihr dann eben euer Name drauf und eure Adresse. Und das wird dann da eben nochmal zusätzlich mit einem QR-Code bestückt, dass falls irgendwas wäre mit der Drohne, falls was passiert, sie einfach sich selbstständig macht und wegfliegt bzw. kaputt geht, kann man anhand des Kennzeichens eben feststellen, von wem ist die Drohne, wo gehört die denn überhaupt hin, wenn ihr sie jetzt verloren habt. Kann auch mal passieren, dass sich die Dinger selbstständig machen. So. Nach zahlreichen negativen Aspekten, die ich euch jetzt hier vorgeführt habe, was das Drohnenfliegen betrifft, wann darf man eine Drohne fliegen, wo darf ich sie fliegen, sollte ich euch vielleicht erklären, warum das alles jetzt irgendwie so einen negativen Beigeschmack hatte. Das Ganze ist eigentlich so, es ist eigentlich von uns allen doch ein tolles Hobby, so wie das Autofahren. Nur sollte man halt eben dabei nicht vergessen, das hat auch seine Pflichten. Man kann zwar hier in der freien Wildbahn rumfliegen, aber man sollte immer im Hinterkopf haben, es kann jederzeit was passieren. Man sollte wissen, was man da gerade tut. Warum mache ich das? Ist wie mit dem Autofahren eigentlich. Ihr steigt zwar in euer Auto, habt aber eine Versicherung. Ihr habt auch ein Kennzeichen für euer Auto und ihr fahrt ja auch mit Sinn und Verstand. Dasselbe sollte man eigentlich auch bei der Drohne so sehen. Darum ist das auch so streng geworden, muss man dazu sagen. Es ist eher streng geworden durch die ganzen Unfälle, die eben passiert sind. Darum sollte man das sich immer im Hinterkopf behalten. Aber dennoch sollte der Spaßfaktor einfach nicht vergessen werden. Es macht Spaß, seine Drohne fliegen zu lassen. Es macht Spaß, schöne Aufnahmen zu machen und einfach einmalige Erlebnisse damit zu haben. Okay, viel gelernt haben wir zum Thema Drohne und Fliegen mit der Drohne. Ihr habt, denke ich, gemerkt, dass es nicht einfach nur Drohne kaufen und losfliegen ist. Das sieht zwar in vielen Videos, die wir im Internet gefunden haben, super aus und super einfach aus, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die Gesetzeslage in anderen Ländern viel einfacher gestrickt ist. In den USA ist es in den USA so, dass man kaufen und fliegen kann. Haben die da Richtlinien? Die sind da etwas kulanter, sage ich mal so, wie beispielsweise, wie ich es schon gesagt hatte, mit dem Auto. Da kann man einfach eine Versicherung machen und kann einfach losfahren. Da gibt es ja auch keinen TÜV. Also ja, sowas dachte ich mir schon. Ja, gut, im Endeffekt ist es so, wir haben in Deutschland Regeln, sowohl beim Autofahren als auch beim Drohnefliegen oder beim egal was Fliegen, sobald wir irgendwas bedienen, was eben andere gefährden könnte, müssen wir halt eben gewisse Richtlinien einhalten. Deswegen ist es vielleicht ein klein bisschen streng, mit der Drohne zu fliegen, doch ihr solltet euch wirklich dran halten, weil wenn was passiert, dann zeigt jeder mit dem Finger auf die bösen Drohnenpiloten. Ist ja wie mit den bösen, Killerspielen und was auch immer. Irgendjemand sucht man immer als Schuldigen. Deswegen, wenn man sich an die Regeln hält, passiert hier auch nichts und ihr seid eben selber abgesichert. Wir werden jetzt gleich noch ein paar coole Videos mit der Drohne drehen und euch auch demnächst mit weiteren Tipps zum Thema Drohnenflug versorgen. Und falls du selber eine Drohne hast, hab Spaß damit und schau vorbei auf fotografieren-lernen.eu. Da haben wir nämlich demnächst noch ein paar weitere Drohnen-Tipp-Videos.